Jetzt eine Geschichte, die ganz, ganz, ganz ans Herz geht. Ich freue mich auf meine nächsten beiden Gäste. Mirko von Jutta Cenka ist großer Fußballfan von Fortuna Düsseldorf. Und Mirko hat einen Sohn, der heißt Jason. Der ist auch heute Nachmittag live bei mir. Und auch Jason mag Fußball. Aber er hat gesagt, ich will nicht automatisch Fan werden von dem Verein, für den mein Vater schwärmt. Ich möchte mir vorher, bevor ich mich entscheide, alle Fußballvereine mal live im Stadion angucken. Warum so ein außergewöhnlicher, aufwendiger Wunsch? Jason ist Autist, er hat das Asperger-Syndrom, reden wir gleich drüber. Vorher gucken wir mal, was Vater und Sohn da seit 8 Jahren jedes Wochenende machen. Sie reisen. Von Stadion zu Stadion gucken sich die Spiele der jeweiligen Fußballclubs an. Vater Mirko und Sohn Jason sind in deutschen, in ausländischen Stadien auf Tour. Egal ob Bezirksliga, Champions League, immer auf der Suche nach Jasons, ja, Lieblingsverein. Was ist das für eine tolle Geschichte, die uns neugierig gemacht hat? Und jetzt haben wir Glück, in den meisten Ligen ist gerade Sommerpause. Deswegen haben die beiden Zeit, bei Hier und Heute vorbeizuschauen. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Hallo Jason. Hallo. Alles gut? Ja. Schön. Mirko, wie hat eure abenteuerliche Reise angefangen? 2011, es ging, glaube ich, mit einem Geschenk los. Ja, eigentlich war es ein Geschenk für meinen Dad. Denn ich wusste nicht so richtig, was ich ihm zum Geburtstag schenken sollte. Ja. Wird im Laufe der Jahre ja nicht einfacher. Also. Dann habe ich gesagt, Mensch, wir fahren mal zusammen zum Fußball. Mhm. Und obwohl ein Stadion eigentlich all das mit sich bringt, was Jason nicht so gut verkraftet und erträgt, wollte der junge Mann zu meiner Rechten halt ganz gerne mit. Und das haben wir dann gemacht. Er hat gesagt, ich will mit. Und was waren deine größten Befürchtungen? Naja, so ein Jason mag zum Beispiel, was heißt mag nicht, er trägt unangekündigte Berührungen nicht. Das ist im Stadion, wenn man abgetastet wird am Eingang, spätestens dort schon mal das erste Mal schwierig. Ja. Genauso wie unerwartete Lautstärkeveränderungen und jetzt den Leuten im Umfeld zu sagen, hört mal zu, wenn euer Verein nachher ein Tor schießt, ihr dürft nicht jubeln, weil mein Sohn mag das nicht. Ein bisschen schwierig. Ja, ich habe gerade gesagt, Asperger, das ist ein bisschen bekannter geworden jetzt auch durch diese Greta Thunberg, das 16-jährige Mädchen aus Schweden, die diese Fridays for Future-Bewegung so in Gang gebracht hat. Sie hatten diese Bedenken. Welche Bedenken hattest du? Also grundsätzlich weiß ich natürlich auch, dass ich mit diesen Dingen nicht klarkomme. Aber ich kann halt auch relativ gut abwägen, je nach Situation. Mhm. Und mein Willen, dort einfach mal hinzugehen, war halt einfach groß. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden und habe eigentlich dieselben Risiken, die ihr auch gerade genannt habt, die habe ich durchaus gekannt. Ja. Aber habe entschieden, dass sie eigentlich weniger gewichtig sind als die Vorteile. Super, super, super mutig. Wie war der erste Besuch für dich? Also das Spiel selber, daran erinnere ich mich gar nicht mehr, weil ich euch, glaube ich, nicht drauf geachtet habe. Okay. Aber grundsätzlich war es natürlich so, dass mich die Fans an sich und das Stadion und so die Atmosphäre, die haben ja so einen Eindruck hinterlassen, dass ich dann quasi auch ein Fan werden wollte. Und deswegen hat das dann ja auch alles begonnen. Und dann auf dem Heimweg war ein Satz, den der Jason dann zu ihm gesagt hat? Ja, eigentlich waren es ein Satz von Jason und ein Satz von meinem Dad. Ja. Mein Dad wiederum, als er erklären wollte, wie wichtig Fan sein ist, sagte dann, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die vielleicht ein zweites oder sogar ein drittes Mal heiraten im Leben. Oh. Aber es gibt nur sehr, sehr wenige, die sich im Laufe ihres Lebens mehrfach für einen neuen Lieblingsverein entscheiden. Oh, wie schön, das war so der Punkt, wo Jason verstand, okay, das ist wirklich eine wichtige Entscheidung. Okay. So, dass er gesagt hat, dann muss ich mir die auf jeden Fall erstmal anschauen. Was haben Sie damals gedacht, nach wie vielen Stadienbesuchen entscheidet sich Jason? Im ersten Moment habe ich eigentlich gedacht, sonst hätte ich das Versprechen nie gegeben, dass das am nächsten Tag wieder vergessen ist und sich das Thema erledigt hat. Okay. Ansonsten bin ich natürlich meiner Pflicht als Vater nachgekommen und habe versucht, aus ihm Fan von Fortuna Düsseldorf zu machen, was nur so semi-gut funktioniert hat. Warum? Weil es gewisse Kriterien gibt und da, wenn diese Kriterien nicht erfüllt sind, dann bringt auch, keine Ahnung, irgendwie lokale Nähe oder durch die Verwandtschaft Nähe, dann funktioniert das nicht, sondern da geht man halt mit Kriterien dran und die hat Düsseldorf halt nicht erfüllt. Welche Kriterien sind es, die für dich wichtig sind? Es darf zum Beispiel kein Spielerkreis gemacht werden, wo sich die Spieler quasi anfassen. Oh, das gucken wir uns direkt mal an. Also so vorm Spiel machen das viele ganz gern, die stellen sich dann so im Kreis zusammen. Ja. Und wenn die das machen, so wie wir es hier sehen, dann ist das für dich ein Ausschlusskriterium sozusagen. Genau, ein Ausschlusskriterium. Und wenn es viele machen das ja auch während des Spiels, wenn ein Tor fällt, auch dann? Das ist dann ja nicht so organisiert oder so. Das ist dann ja eigentlich meistens nur der Torjubel. Es geht wirklich darum, dass es quasi eigentlich von der Mannschaft regelmäßig
und organisiert ist, dass es halt in der Halbzeit oder vor dem Spiel oder nach dem Spiel diesen Kreis gibt. Okay, das ist ein Kriterium. Was genau noch? Der Verein darf kein Maskottchen haben, weil das geht zurück auf Berlin. Herr Tinio wollte mich mal umarmen und dadurch ist so eine Art Maskottchentrauma. Deswegen darf der Verein auf gar keinen Fall ein Maskottchen haben. Ich bin jetzt froh, dass Sie lachen, Mirko, weil es fällt mir natürlich sehr, sehr schwer. Das sind ja dann doch teilweise kuriose Sachen, deswegen traue ich mich nicht. Ich denke, das ist für mich okay, aber ja. Was viel wichtiger ist, ich denke, das ist auch für Jason, ja, okay. Ist es okay für Jason, wenn ein Maskottchentrauma. Witzigerweise, ich kann das total nachvollziehen. Ich hatte das auch mal als Kind und habe auch danach gedacht, nie wieder. Kann ich total nachvollziehen. Nächste wichtige Frage, gleich reden wir noch über die Kriterien. Wie kommt ihr hin? Also wir wissen jetzt bei Asperger, Sie haben es auch vorhin gesagt, plötzliche Umarmungen, also Berührungen ist nicht so laut, leise und so. Dann fahrt ihr jedes Mal zum Stadion europaweit mit dem Auto? Nein, um Gottes Willen. Jason hat also, da gibt es vielleicht sogar eine Parallele zu Greta, sein ökologisches Engagement reicht ungefähr so lange zurück wie unsere Fußballreisen. Also so seit 6., 7. Lebensjahr beschäftigt er sich also unheimlich intensiv damit, sodass wir durchweg alle Reisen nur mit dem Zug und öffentlichen Verkehrsmitteln machen dürfen. Das heißt, da sind auch andere Fans drin? Da sind auch durchaus mal andere Fans, wobei die gar nicht so schlimm sind. Viel schlimmer da gibt es schlimmere von Zügen. Da gibt es deutlich schlimmere Erlebnisse. Also nämlich? Beispiel irgendwie Leute, die quasi im Vierer neben einem Buffet aufbauen oder dann ihre Füße direkt schräg durch den Vierer auf den Platz neben einlegen oder sowas. Also sowas finde ich deutlich, deutlich schlimmer als Fußballfans, die im Zug sind. Okay, was ja für die Fußballfans spricht, müssen wir an der Stelle mal deutlich sagen. Ihr macht auf euren Reisen Videos, Fotos und habt daraus einen Blog gemacht. Gucken wir mal kurz rein, sind tolle Momente. Wochenendrebellen nennt ihr euch. Wo wart ihr schon überall? Also innerhalb Deutschlands sind wir eigentlich immer so dort, wo er auch beruflich Termine hat und gucken, dass wir das verbinden. Also wir waren jetzt in jedem Stadion der ersten Liga, in den fast allen Stadien der zweiten Liga und sonst gucken wir halt immer mal in der dritten, vierten und auch durchaus weiter runter. Oh, das ist noch eine Reise, die ihr vor euch habt. Es ist noch eine weite Reise. Ja, klar. Ja. Naja, es kommt ja nun nicht auf die Anzahl der Ligen an, die abgearbeitet sind, sondern daran, oder darauf, dass man halt diesen Verein findet. Und dann muss man halt so weit gehen, wie man halt gehen muss, um ihn zu finden. Sehr schöner Satz, Jason. Man muss so weit gehen, um den zu finden. Was ist das Aufregendste, was du da bisher erlebt hast? Das Aufregendste wäre, glaube ich, ich würde mal nehmen, Partizan Belgrad. Da war es jedenfalls so, dass ich jubel eigentlich nie mit. Oder ich fiebere auch eigentlich nie mit, weil ich ja momentan neutral bin. Ich bin ja von keinem Verein Fan. Aber Partizan Belgrad war tatsächlich so, dass ich 90 Minuten lang und er auch eigentlich durchgehend mitgejubelt haben. Einfach, weil diejenigen, die uns gesagt haben, dass wir uns dort deutlich pro Partizan bekennen sollten, waren einfach sehr überzeugend, weil sie gesagt hatten, es könnte dann auch mal gefährlich werden. Ah, okay. Und deswegen haben wir eigentlich diese ganzen 90 Minuten lang versucht, serbische Lieder halt mitzugrölen. Okay, war auch nicht einfach. Dann hast du deinen Verein praktisch fast schon gefunden. Nein. Nein, okay, auch nicht. Das ist aber spannend. Du sagst, das Spiel ist dir egal. Du bist ja noch kein Fan. Also beim Asperger, bei der Form des Autismus sind diese strengen Regeln ganz, ganz wichtig. Wie gut kommst du damit im Stadion klar, dass dich Leute anrempeln, dass es laut wird, dass es leise wird? Wie gut kommst du damit klar? Also ich habe so ein bisschen auch Vermeidungsstrategien gefunden mit der Zeit. Mhm. Also Beispiel auf der Südtribüne in Dortmund, wenn man dann irgendwie in diese Masse eingeleitet wird, dann kann man auch einfach um sich treten und dann holt der Ordner einen wieder raus, man bekommt einen gesonderten Platz im Notfallbereich. Super Tipp. Ja, also ja. Es gibt halt einfach so Vermeidungsstrategien, die man dort anwenden kann. Mhm. Und das, was dann letztendlich noch übrig bleibt an Belastung, da muss man dann halt abwägen. Also du setzt auch manchmal Regeln außer Kraft, die du dir eigentlich selber auferlegt hast? Feste Regeln, die setze ich nicht außer Kraft, weil sonst wären sie keine feste Regeln. Aber allgemein Dinge, die mir schwerfallen oder die ich einfach gerne habe, die kann man natürlich auch, da kann man natürlich auch abwägen und das dann auch außer Kraft setzen. Sie haben gerade erzählt, Sie haben versucht, ihn zu überreden zu Fortuna Düsseldorf und Sie hatten auch einmal das Gefühl, jetzt hat es geklappt, denn bei einem Spiel hatte Jason, er nickt schon Tränen in den Augen. Was ist da passiert? Ja, es war eigentlich eine sehr rührselige Geschichte. Jason schmunzelt schon immer, wenn wir die auf unserer Lesereise irgendwo erzählen müssen. Ja.
Wir waren beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim und es war eigentlich so das Spiel, wo Fortuna Düsseldorf damals in der Bundesliga-Saison den Abstieg hätte sicher vermeiden können mit einem Punkt oder einem Sieg. Und es kam halt ein bisschen anders. Dementsprechend traurig war ich. Jason hat nach dem Rückstand sofort nur auf den Beton geschaut, weil er dann das Spiel auch nicht mehr verfolgt weiter. Und es war dann so, dass wir direkt neben dem Düsseldorfer Gästeblock saßen und der Rauch die ganze Zeit rüberkam von den Düsseldorf-Fans. Oh nein. Und als ich bei ihnen dann die Tränen gesehen habe, habe ich das nicht mit dem Rauch in Verbindung gemacht, sondern ich habe halt gesagt, Mensch, schön, mein Sohn wird so Fortuna Düsseldorf-Fan, wie es üblich ist, im Rahmen einer tragischen Niederlage. Und er weint jetzt. Und er weint jetzt und er nimmt ihn mit. Und ich wollte ihn trösten und umarmen und das geht aber nicht. Und es war alles sehr... Und es war nur der Rauch. Sehr emotional Rauch, ja. Und er hat es dann sehr schnell aufgelöst. Oh Gott. Was sind es noch für Kriterien, die wichtig sind? Also dann natürlich passend zu unserer Anreise ökologisches Engagement des Vereins selbst. Also irgendwie so Plastikbecher, das geht natürlich nicht. Aber zum Beispiel so, am besten, der Idealfall ist natürlich ein klimaneutraler Verein, aber ansonsten halt möglichst viel ökologisches Engagement und natürlich eine lange Anreise mit dem Zug, mit oft Umsteigen und vielen verschiedenen Zügen. Das wäre toll. Ihr habt was Tolles erlebt, das müssen wir noch kurz in Frankreich. Erzähl das noch bitte kurz. Jason. Also Frankreich waren wir in Frankreich in der zweiten Liga und das war so ein Aufstiegskampfspiel und wir sind einfach so hingefahren, ohne uns vorher um Tickets zu kümmern. Also einfach so eigentlich, weil Zugfahren, das ist ja sowieso immer gut und selbst wenn es dann halt keine Tickets gibt, dann ist man halt Zug gefahren, das ist ja auch gut. Ja. Und es war dann so, wir waren dann dort am Stadion und es gab halt keine Tickets mehr. Aber wir mussten halt dennoch, wir haben immer eine Auslandstour pro Jahr und deswegen muss das halt dennoch irgendwie erfüllt werden. Mhm. Und daher habe ich Papsi gesagt, er soll das Problem lösen. Und das hat er dann auch getan. Er hat sich so ein Blatt Papier genommen, hat dann auf Englisch Need Tickets und hat dann quasi so in Frankreich um Tickets gebettelt. Ja. Ja. Und? Es hat funktioniert. Oh, wie toll. Tolle Geschichte. Ich danke euch beiden herzlich für den Besuch. Man merkt richtig, wie auch die Beziehung noch ganz eng zusammengewachsen ist. Und ich wünsche euch weiterhin toi, toi, toi. Vielen Dank. Selbst wenn es am Ende Bayern München wird. So, danke für euren Besuch, dass ihr da wart.